Hallo, wenn ihr über einen Browser Informationen von unserem FTP-Server herunterladen wollt, verbindet euch mit der Adresse fdplabduorg/download. Ihr seht dann die verschiedenen Unterordner und könnt dann in diese Ordner hineingehen. Und für einzelne Dateien ist das eigentlich ein ganz schnelles Mittel. Ihr braucht nur auf das Dokument oder die Datei zu klicken, die ihr herunterladen wollt, speichern unter und könnt das dann dort abspeichern. Der Haken an der Geschichte ist, das funktioniert nicht für komplette Ordner, auch Unterordner, das wird alles nicht heruntergeladen, es geht nur für einzelne Dateien. Und wenn man jetzt viel herunterladen muss, ist es schon recht mühsam. Wir haben daher für euch eine extra Seite eingerichtet auf unserem Wiki, Zugang zum FTP-Server oder in Englisch auch Connection to the LabDO FTP-Server. Und hier sind zum Beispiel Erweiterungen für den Dateimanager unter Windows, FileZilla oder andere Wege erklärt. Auch für Apple gibt es da einen Zugang. Damit habt ihr die Möglichkeit, den FTP-Server wie ein Laufwerk auf eurem Rechner lokal zu verbinden und könnt die Informationen dann herunterladen. Danke.